Moin moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zum Kuddelmuddel Unboxing Sonntag mit dem Wars Trade Card Game. Die Ankunft, es geht um den Schwarm Starter Deck. 60 Karten von den Kwai. Kwai hatten wir noch gar nicht, es ist die letzte Fraktion, die wir jetzt unboxen werden. Sehen, wie ihr hier seht, auch schon mal richtig geil aus. Man kann das Ding ja schon mal öffnen. Es ist ja eine Science-Fiction-Serie mit 5 Fraktionen sozusagen. Es gibt eben die Menschen, es gibt aber auch eben die Aliens, wie zum Beispiel hier die Kwai. Die sehen wirklich richtig geil aus. Wir werden schon mal das Teil unboxen. Ah, da ist noch so ein Rissöffnungsding drum. Das hat sich irgendwie festgeklebt oder so. Das ist ja... Ah, da ist noch so ein Rissöffner. Ich hätte mir jetzt extra schon ein Messer mitgenommen, weil das letztes Mal auch schon so doof zu öffnen war. Aber... So. Den Müll mal eben entsorgt im Kerzenleuchter meiner Freundin. Das darf die bloß nicht wissen. Die Anleitung, wie in jedem Starterdeck, mit dabei. Hier haben wir jetzt die ganzen Karten und wir machen es wie sonst auch. Wir sortieren die jetzt einfach, bevor wir sie uns angucken, in 2 Hälften, weil es einfach zu viele Karten auch sind. Und da ich die Gonge noch gar nicht habe, freue ich mich natürlich auch tierisch drauf, die gleich anzugucken. So haben wir sozusagen 2 Stapel mit Karten für diese Woche und für die nächste Woche. Das wird sicherlich richtig geil. Überhaupt die Serie von den Karten, von den Zeichnungen her, gefallen mir auch sehr, sehr gut. Die Regeln sind, wie gesagt, sehr komplex, in 40 Seiten oder so. Aber es scheint sich zu lohnen. Und da es jetzt ja die letzte Fraktion ist und wenn ich die wirklich mal durch habe... Ach, hier sind noch mehr Karten. Wenn ich die denn wirklich mal durch habe, werden wir die auch dementsprechend uns in Ruhe angucken. So, die Karten kommen jetzt ungesehen hier hinein. Da lege ich auch das Regelheft drauf. Die gucken wir uns dann zusammen nächste Woche, würde ich sagen, an. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Karten an, die uns der liebe Herrgott uns dort beschert hat. Der Hintergrund der Karten gefällt mir ja immer super gut. Ich zoome hier auch noch ein bisschen ran. Das passt einfach richtig zum Weltraum. Sieht gleich weltraummäßig aus. Wow, es geht gleich los mit diesen Foil-Karten. Ich hoffe, ihr könnt dieses Glitzern sehen an den Rändern. Das sieht richtig fett aus. Hier hat man den Sammelruf, eine Ressourcenkarte. Richtig düster, gefallen mir. Oh, noch eine, Leute. Wow, sehen die geil aus. Richtig cool. Talkan, eine Charakterkarte. Hier geht es um Talkan. Richtig fett. Hier jetzt eine ganz normale Standardkarte sozusagen, aber auch die sieht richtig fett aus. Ein rasender Luhus. Also die Karten gefallen mir jetzt schon. Hier die Raumschiffe, Typ 2 Jäger. Also auch die, es gibt eben Raumschiffe, es gibt aber auch Flugzeuge, die innerhalb der Planetenatmosphäre nur starten und Krieg führen können. Es gibt Truppen, es gibt Charaktere, es gibt Ressourcen. Es geht eben hauptsächlich um Ganymede, das ist der Planet, auf dem alles spielt. Hier hat man auch zum Beispiel das Ganymede-Basislager. Es hat auch teilweise manchmal den Look der alten Perirauden-Hefte, wer die noch nicht kennt. So, nochmal neu zoomen. Der kann sich die gerne nochmal angucken. Brutschiff der Quirm. Alter Schwede, sieht das cool aus. Schade, dass die Zeichnungen so klein sind. Das ist aber eben typisch für solche Tabletop-Games, sag ich schon, Trade-Card-Games. Unruhestifter der Katal. Auch die Karte sieht richtig fett aus. Wow. Ilna Hekaton, Raumschiff. Laderaum, also man kann eben seine Flugzeuge, die dann zum Beispiel nicht durchs All fliegen können, in so ein Raumschiff transportieren. Oder reinpacken und die dann von A nach B bringen. Auch das ist eben möglich. Man kann auch Weltraumschlachten mit diesen Raumschiffen ausführen, weil die auch Angriffsabwehr und Verteidigungswerte haben. Das kommt auch noch dazu. Und man kann eben auch um die jeweiligen Ressourcen kämpfen. Dafür braucht man dann eben auch
Einheiten, wie Charaktere, wie diesen hier zum Beispiel. Und eben dementsprechend auch, man kann seine Charaktere mit Waffen ausrüsten. Ganymed, Traginium Quelle. Und man legt diese ganzen Karten wie diese hier nebeneinander, so wie ich das gelesen habe. Und das sind dann verschiedene Ressourcenplätze. Und die muss man eben mit Truppen absichern oder eben mit Truppen angreifen, um sie zu erobern. Bah, auch das sieht geil aus. Hilfesignal. Das sieht echt cool aus. Richtig, richtig nice. Wow. Brutschiff der Taka. Auch das sieht richtig fett aus. Also da hat man sich mal wieder selbst übertroffen bei den Karten. Die gefällt mir super geil, diese Reihe. Oh, hier sieht das aus wie ein Godzilla oder wie so ein Drache, Malkalkreischer. Wow. Und man bekommt eben Energie, wenn man diese Ressourcen hat. Und mit dieser Energie kauft man dann sozusagen eben wieder seine Ressourcen und Truppen. Hier hat man nochmal das Basislager. Ich lege die Karte mal so rum auf. Hier ist nochmal einer der Unruhestifter. Einer der Kreischer hat man eben ja auch schon. Ein weiterer Typ 2 Jäger. Warum gibt es so oft diese gleiche Karte, wo viele als Sammler sagen, das ist ja doof. Oh, hier muss ich nochmal ein bisschen zoomen. Das ist ja doof. Das hat einfach was damit zu tun, dass es eben verschiedene Stützpunkte gibt. Hier eine neue Luhus Dalaka. Auch die Karte sieht richtig fett aus. Also die Rasse gefällt mir echt gut zum Spielen. Nochmal der Kreischer. Hier nochmal ein Unruhestifter. Und man braucht eben für verschiedene Planeten auch verschiedene Jäger. Es reicht dann eben nicht ein Jäger für 5 Planeten oder Ressourcenplätze. Dann braucht man eben mehrere und darum baut man die aus. Genauso wie in der heutigen Zeit bei Panzern. Eine Panzerdivision hat nicht nur einen Panzer, die verfügt eben dann über 100 Panzer logischerweise. So, was haben wir hier noch? Gleich sind wir durch mit der ersten Rutsche. Nochmal das Hilfesignal. Ah, hier eine neue Karte, glaube ich. Kirim Wüter. Auch die Karte. Ja, es erinnert mich ein bisschen auch an StarCraft teilweise. Oder WarCraft auch. Also ist schon echt cool. Richtig cool gemacht. Ich freue mich schon gleich, die Karten, die ich noch nicht habe. Ich sortiere jede einzelne in eine provisorische Mappe ein. Das seht ihr denn gleich. Das machen wir auch gleich. So, kommen wir nun zum Einsortieren der Karten. Es sind ein paar und da freue ich mich natürlich drauf. Das ist wie gesagt die Mappe, die habe ich im Endeffekt genauso einsortiert wie andere Mappen das auch. Wie ich das bei anderen Mappen auch getan habe. So, die erste Karte, die ich habe, ist die 231. Hier unten sind Nummern. 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 wäre dann hier. Jetzt haben wir die 35. Dann hätten wir 34, 35 wäre hier oben. 37 wäre dort. Ja, das Problem ist natürlich, dass ich diese ganzen Booster noch nicht habe. Ich versuche die aufzutreiben. 40, 43, weil es gibt Booster zu der Serie, um eben diese Lücken zu füllen. Das wäre natürlich eine richtig geile Sache. 4, 5, 6, 7, 48 wäre hier. 49, 50, 51, 52, ich habe die 55, das wäre dann diese Karte. 56 gleich ein daneben. 68 dann wieder. 7, 8, 9, 0, 61. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 68 wäre also hier. Und die 70, das Hilfesignal hier mit drin. So leer ist er eigentlich jetzt gar nicht mehr und wenn nächste Woche noch der Rest aus dieser wunderschönen Quai-Gruppe kommt, dann werde ich da natürlich auch noch ein bisschen was aufgefüllt haben. Da haben wir die 70 als Vergleich, 79, super. Dann haben wir 88 sozusagen dort, 89, 90, 91, 92 kommt hier hinein. So, gucken wir mal, 305, ah cool, haben wir auch noch nicht, super. Super, cool. Guckt euch das an. Das sieht schon ganz cool aus. Die 309 hatte ich schon. Und nun kommen noch die beiden Portfoil- und Foil-Karten. Die PF3-Karte. Die müsste hier gleich relativ am Anfang kommen. Da ist sie dann drin. Hier seht ihr übrigens, das sind Karten PF1 bis PF4, glaube ich, die nur in den Starter-Decks zu erhalten sind. Und die habe ich alle und das freut mich natürlich besonders. Als nächstes habe ich dann die Foil-Karten Nummer 21. Das wäre dann
Hier, die Foilkarten wiederum sind in jedem Booster oder auch Starterdeck drin. Ist immer unterschiedlich, mal so, mal so. Und ihr seht, also ich habe auch von diesen seltenen Karten schon einiges drin. Hier ist dann auch Feierabend. Und das ist eben, wo ich viel habe, ist durch diese ganzen Gebiete, die man aneinander baut, um dann dementsprechend seine Stellung zu verstärken und auszubauen. Also das sind auch wirklich alles nur die einzelnen. Ich habe richtig viele noch oben in drei, glaube ich, da Starterdecks alles an Doppelte. Das wird richtig geil, das mal zu spielen, da freue ich mich schon drauf. Okay, ja, morgen haben wir wieder die richtig coole Wochenvorschau, freue ich mich jetzt auch schon tierisch. Jetzt, ja, ich freue mich jetzt schon auf den Montag. Ostermontag geht's ab und ja, euer No Orange sagt damit ciao, tschüss und goodbye.